Was ihr hier hinter mir seht, ist meine Minecraft-Welt mit einer Renderdistanz von 30.000. Und wie ihr das hinbekommt, zeige ich euch direkt nach dem Intro. Dann würde ich sagen, legen wir doch auch mal direkt hier los mit dieser wunderbaren Mod-Vorstellung. Leute, denn ihr kennt es ja wahrscheinlich alle, ihr rennt hier durch eure Minecraft-Welten durch. Überall seht ihr diese blöden Nebel, das ist echt ziemlich nervig. Gerade wenn man einen schlechten PC hat, spielt man meistens auf 8 Chunks aus irgendwas. Das kann schon wirklich nervig sein. Ich meine, manche haben vielleicht einen besseren PC, packen das dann hier hoch auf 32 Chunks, dann braucht die Welt ewig zu generieren. Und es sieht nie so wirklich cool aus, weil immer irgendwo was nachgeladen werden muss. Und auch gerade auf schlechteren PCs wie meinem, habt ihr dann meistens auch nicht mal gerade viele FPS. Und dieses Problem eignet sich jetzt diese Fast-Sight-Mod an. Diese Mod ist einfach nur unglaublich krass, sie verbessert Minecraft so unglaublich. Wir haben einen komplett neuen Optionsbutton, und zwar FP2, hier oben Farplanes 2 heißt die Mod. Und hier haben wir jetzt eine komplett neue Möglichkeiten zum Einstellen. Es geht hier sozusagen um LODs, das wird in vielen Videospielen bereits benutzt und macht einfach nur das sag mal, Chunks, die weiter entfernt sind, als die ihr sehen könnt, in einer kleineren Qualität dargestellt werden. Wir können hier einschalten, bei Cut-Off-Distance, wie viele Blöcke zusätzlich generiert werden sollen, habe ich jetzt gerade mal hier auf 1024, also das Maximum gestellt. Alles andere würde ich eigentlich genau so eingestellt lassen, wie es hier vorgegeben ist. Das ist an eure Systemseinstellungen meistens direkt angepasst. Unter Farplane 2 Render Modes können wir jetzt zwischen Voxel und Heightmap entscheiden oder gerne auch beides aktivieren. Ich würde sagen, wir aktivieren jetzt gerade mal am Anfang erstmal hier nur die Voxel-Methode, denn das Ganze ist etwas einfacher zu erklären fürs Erste. Dann drücken wir jetzt einfach hier unten auf Done und aktivieren direkt hier diese wunderbare Einstellung. LOD lassen wir einfach mal hier auf Level 3 stehen. Wie gesagt, 32 Chunks haben wir gerade eben an. Jetzt schalten wir runter auf 8 Chunks. Wir drücken hier auf Done, lassen kurz laden und dann sehen wir schon, was diese Mod macht. Es ist so verrückt, Leute. Das habe ich noch nie gesehen. Wir können weiter schauen als mit Optifine und 64 Chunks. Das ist einfach, es sind so viele Chunks, das könnt ihr gar nicht glauben. Aber es sind hier nur 8 eingestellt. Wie funktioniert das? Wir haben aber vor allem auch so viele FPS. Also es sind so viele Fragen, die man sich gestellt hat, aber es ist einfach nur krass, denn Chunks, die sozusagen außerhalb unserer 8 Render-Distance liegen, die wir eingestellt haben, werden nur simuliert in LOD-Form. Das heißt, es sind kleinere, viel leistungssparendere Versionen der Chunks, werden uns angezeigt. Das ist ein ganz cooles Beispiel hier vorne an dem Berg. Wir fliegen auf den Berg zu und langsam werden Details erst reingerendert. Wie gesagt, das nutzen sehr, sehr viele Videospiele bereits, auch überall, aber in Minecraft gibt es das einfach nicht, dieses System. Und das wird jetzt mit dieser Mod sozusagen einfach nachgereicht. Wie gesagt, wir sind hier auf 8 Chunks, wir stellen mal kurz mal hier hoch auf 10 Chunks und dann merkt man dieses LOD-Prinzip überhaupt nicht. Wir können unendlich weit in die Ferne schauen, sehen da hinten schon Bäume, alles mögliche Biome, die wir vorher nicht gesehen haben. Und erst wenn wir uns der Sache nähern, werden die ganzen Sachen richtig geladen. Wenn wir uns jetzt in die Höhe teleportieren, dann sehen wir mal dieses wahre Ausmaß erst. Wie gesagt, die Mod hier ist noch eine Pre-Alpha, deswegen ist die manchmal ein bisschen verbuggt, aber an sich, es ist so krass, wie weit wir hier schauen können. Das kann man sich als normaler Minecraft-Spieler eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn man hier mit der Elytra drüber fliegt, ist es einfach nur beeindruckend. Wir können Berge, Biome, Strukturen, alles Mögliche, was wir eigentlich niemals sehen würden, in der Ferne schon sehen, weil die Chunks halt wirklich schon alle generiert sind für uns. Und das ist, wie gesagt, auch ein großer Performance-Boost für Minecraft, was die Performance wirklich sehr stark verbessert. Da hinten, die Wutheit Menschen, habt ihr sie gesehen? Ihr könnt die einfach sehen. Das ist crazy. Aber es gibt nicht nur das, es gibt, wie gesagt, auch noch die sogenannten Height-Maps. Und diese Height-Maps sind ziemlich krass. Die LODs schalten wir gerade mal runter auf Level 2, da werden nicht ganz so viele Chunks generiert, aber das sollte auf jeden Fall reichen, um euch das Prinzip Heightmap zu zeigen. Denn wenn wir jetzt mal kurz mal hier auf 2 Chunks runtergehen, sehen wir direkt hier vorne, was passiert. Heightmap, sozusagen Höhenkarten, die erstellen ein Abbild des Chunks, der eigentlich fast keine Leistung braucht, dass er von oben genau so aussieht, wie er halt von oben aussehen würde. Das heißt, so sieht es jetzt absolut merkwürdig für uns aus, aber wenn wir uns jetzt mal hier ganz weit in die Luft begeben sollten, erkennen wir dann direkt, dass das Ganze so aussieht, als wäre es von oben, wie gesagt, dargestellt. Kurz mal hier 1000 Blöcke in die Luft teleportiert und zack, schon seht ihr keinen Unterschied wie vorher. Wisst ihr, was ich meine? Also wir haben jetzt auf dem Boden ganz merkwürdige Modelle, aber von oben sieht alles so gleich aus. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade das LOD-Level auf 2 runtergestellt, dass wir einfach mal kurz mal hier 111 FPS haben können. Wenn ihr das LOD-Level wieder nach oben stellt, ich glaube es geht maximal auf 4, dann können auch wieder mehr Chunks generiert werden. Das ist sozusagen eine Einstellungsvariante, wie viele Chunks ihr generiert haben wollt in Kombination mit der Cut-Off-Distance. Also das könnt ihr auf ziemlich krass auf Maximum drehen und da bekommt ihr sehr, sehr beeindruckende Welten daraus. Wir können
können natürlich auch beide Techniken, also Voxel und LOD, miteinander kombinieren, dass nur die ganz weit entfernten Chunks als Heatmap dargestellt werden und die Chunks, die bei uns in der Nähe sind, als Voxels. Das ist wirklich sehr krass, wie viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten man hier in der Mod hat. Das Ganze ist wirklich bis zum letzten Funken customizable. Wir schalten mal kurz wieder hoch auf 10 Chunks hier, drücken auf Done, dass wir ein bisschen mehr Render Distance haben. Und wenn wir jetzt mal hier in die Höhe fliegen, seht ihr das wahre Potenzial dieser Mod. Das Ganze hier ist immer noch am Generieren und das ist einfach nur krass und sieht echt wirklich sehr, sehr cool aus, Leute. Ich lasse mal kurz hier die ganze Map für euch generieren. Das wird natürlich etwas dauern, aber ich denke, das sieht auf jeden Fall cool aus. Und da sind wir jetzt auch schon wieder hier mit der voll generierten Map. Das ist das, was beim PC aktuell als Maximum hergibt. Wie gesagt, es ist immer noch nicht alles generiert. Es ist immer noch da hinten im Hintergrund am Generieren. Aber desto besser euer PC, desto mehr Chunks bekommt ihr raus. Das sind jetzt aktuell, glaube ich, knapp 30.000 Chunks. Das ist einfach nur verdammt beeindruckend. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir direkt auch schon zum Installationspart. Dafür geht ihr als erstes auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Ihr kommt dann hier zu GitHub, wo ihr eigentlich einen kompletten Installationsguide habt. Ich zeige euch jetzt das Ganze, wie es mit CurseForge funktioniert, weil das Ganze ist meine präferierte Mod-Installationsplattform. Wir brauchen als erstes mal die Mod, da laden wir einfach ganz easy hier, wie im Video gezeigt, herunter. Speichern Sie am besten in irgendeinem Download-Ordner ab, wo wir die Mod auch wieder finden. Wie gesagt, Forge müssen wir nicht runterladen, aber wir brauchen auf jeden Fall die anderen Mods, die hier noch aufgelistet sind. Unter anderem brauchen wir dafür zum Beispiel hier Forge Rocks. Einfach hier auf Herunterladen drücken und am besten auf CurseForge hier nirgends drauf drücken. Einfach nur kurz die 5 Sekunden warten, keine Werbung anklicken, dann passt das. Dann lädt die Mod auch automatisch eigentlich runter. Wie gesagt, die Mod auch wieder irgendwo abspeichern, wo ihr sie wiederfinden könnt. Und dann passt das Ganze eigentlich auch schon. Dann brauchen wir noch eine weitere Mod von CurseForge. Und zwar ist es die Mixin Compatibility Mod. Die ist eigentlich auch relativ schnell heruntergeladen. Einfach wieder auf den blauen Link hier drauf drücken und schon sind wir wieder auf der richtigen Seite. Hier wieder auf Herunterladen drücken. Ihr kennt das Prozedere. Und kurz wieder mal eure 5 Sekunden warten und wieder abspeichern. Dann braucht ihr noch diese verschiedenen Mods hier, die sozusagen wirklich wichtig sind, dass das ganze World Generation Ding auch richtig funktioniert, unter anderem hier Cubic Chunks. Einfach hier die neueste Version dafür herunterladen. Wie gesagt, achtet drauf, dass ihr immer die neuesten Versionen für die 1.12 herunterladet, weil die Mod aktuell nur für die 1.12 funktioniert. Ihr braucht auch Cubic World Gen, damit alles fließend funktioniert. Und dann solltet ihr eigentlich auch schon alle 5 Mods haben, die ihr hier installiert habt. Wir gehen auf CurseForge, wie gesagt, rechts oben beim i, jetzt ein Tutorial verlinkt, wie ihr CurseForge richtig benutzt. Wir erstellen hier einfach mal ein ganz neues Profil, ganz easy. Das Programm könnt ihr euch im zweiten Link in der Beschreibung runterladen. Dann haben wir jetzt hier schnell ausgewählt die 1.12.2 und wählen euch jetzt hier noch als Loader Forge aus, die richtige Forge-Version gewählt und zack, kurz gewartet, kurz geladen und schon sind wir da. Mit Adblock Content können wir jetzt hier ganz viele verschiedene Mods installieren. Zum Beispiel Just Enough Items oder irgendwas, um Rezepte uns anzeigen zu lassen können. Bedenkt aber, dass diese Mod aktuell noch in einer frühen Alpha-Version ist und deswegen eure Welten zerstören kann. Deswegen passt da auf jeden Fall bitte, bitte auf. Ansonsten jetzt kurz mal mit den 3 Punkten den Mods-Ordner öffnen und vom Downloads-Ordner in den Mods-Ordner alle Mods, die wir runtergeladen haben, reinziehen. Und dann seid ihr eigentlich auch schon ready to go, um mit diesen wunderbaren Mods spielen zu können. Wie gesagt, es kann zu Crashes, zu Abstürzen und zu Fehlern kommen. Das Ganze ist in der Pre-Pre-Alpha. Seid ihr auf jeden Fall drauf gewarnt. Einfach auf Play drücken und dann geht's eigentlich auch schon direkt los. Und ihr könnt mit mehr als 30.000 Chunks, je nachdem wie gut euer PC ist, spielen. Es ist einfach nur crazy, einfach nur verrückt. Eine der besten Mods für Minecraft, die ich jemals gesehen habe, Leute. Ladet sie euch runter. Es lohnt sich definitiv.